mit der Filmkamera und mit dem Fotoapparat auf der Jagd nach Kleinlebewesen. Beobachten wir doch zunächst diese emsige und fleißige Hummel auf der Blüte eines purpurfarbenen Sonnenrutes auf der alten Heilpflanze Echinacea. Obwohl ein teilweise recht stürmischer Wind geht, lässt sich das kleine Tier nicht von seiner Arbeit abhalten. Was soll auch ein bisschen eine Brise? Man hat ja 6 Beine zum Festhalten. Noch mehr als die Hummel hat der Distelfalter mit dem stürmischen Wind zu kämpfen. Es ist bewundernswert, wie sich das kleine Insekt in einer derart steifen Brise auf der Echinacea-Blüte halten kann. Nicht nur Hummeln und Bienen, auch eine Wespe ist durchaus ein Feinschmecker und dem Nektar des purpurroten Sonnenhutes keineswegs abgeneigt. Sie sammelt mit gleicher fleißiger Emsigkeit wie die anderen Kollegen aus dem Insektenreich, die Hummeln und die Bienen. Und auch sie behauptet sich eisern im Wind.
Kaisermantel, eine filigrane Schönheit und sicher einer unserer schönsten heimischen Falter. Er ist ein Edelfalter und eigentlich ein Wanderfalter, der in Afrika überwintert. Doch er ist ein Gewinner des Klimawandels. Denn von diesen Schmetterlingen gibt es in einer Saison bereits oft zwei Generationen und viele von ihnen überwintern mittlerweile auch in unseren Breiten.